Ich werde ein unheimliches Gefühl nicht los. Was ist mir in meiner ganzen Praxis als Rechtsanwalt noch nie passiert, dass ich keinen Einblick in die Akten bekomme. Und meine Sprecherlaubnis? Abgelehnt. Kein Besuch. Von der Freilassung gegen Kautionsstellung gar nicht zu reden. Hier. Bei der Schwere des Verbrechens besteht Fluchtverdacht. Schwere des Verbrechens. Was können wir denn tun, Doktor? Wir können vorläufig gar nichts tun, bis Herr Gamal vernommen worden ist. Wir müssen warten. Ach, warten. Ich will aber nicht warten. Verstehen Sie denn das nicht, Doktor? Was hier geschieht, ist doch Wahnsinn. Alles drumherum ist gespenstisch. Heute habe ich diese Karte bekommen. Sie sind doch eine deutsche Frau. Warum haben Sie einen Juden geheiratet? Wissen Sie, dass Ihr Rechtsanwalt auch ein Jude ist? Wer von den Juden ist, der stirbt. Jemand, der es gut mit Ihnen meint. Ich habe schon daran gedacht, den Präsidenten anzurufen. Den Regierungspräsidenten? Ja, er ist doch mit Jakob befreundet. Der kann auch nichts machen. Die Sache muss eben laufen. Aber sie läuft falsch. Natürlich läuft sie falsch. Doktor, Sie müssen versuchen, mit meinem Mann zu sprechen. Sagen Sie ihm, dass ich alles unternehme, was nur möglich ist. Er darf keinen Augenblick das Gefühl haben, dass wir ihn im Stich lassen. Sie können sich auf mich verlassen, Ehefrau. Sagen Sie ihm, dass ich mit dem Präsidenten sprechen werde.